Hallo, herzlich willkommen hier zurück auf Minecraft. Hier beim kleinen Omega. Ich bin wieder zurück in meiner kleinen Hütte. Hab die ein bisschen erweitert. Ich bin jetzt hier mal abends raus aus dem Bett und hab gedacht, ja. Was treffen wir hier draußen Schönes? Was habe ich dann im Inventar? Ein paar Sachen, die man eigentlich noch wegpacken sollte, nachdem die Tür zu ist, natürlich. Ich leg mal hier so Schneebälle, die habe ich mir geklaut. Ich sag euch lieber nicht wo. Ich habe ein bisschen ganz heimlich weitergespielt. Und jo, Spinnenauge, das ist meine Crap-Kiste hier. Schwert, Spitzhacke holen wir uns gleich noch. Wir hauen uns erstmal hier ein dickes Steak rein, weil der Hunger macht's. Der treibt's rein. Genau. Also. Gucken wir hier nochmal nach Instrumenten. Nehmen uns nochmal so ein Spitzhäckchen mit. Schippe, Besenstiel ist alles da. Ein paar von den Dingern. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal heute eine kleine Runde Gegnerschnitzel. Und das ist doch am besten nachts hier rauszukommen. Du Kleines, du gehörst doch eigentlich an die Hühnerfarm, oder? Aber erstmal Zombie tot. Zack, 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 Fratzengeballer. Bam, bam, bam. Au. Er trägt seinen Bruder in der Hand. Stopp, nicht explodieren, nicht schwierig. Töten, so wie es sein soll. So, kriegst hier noch eine. Bam. Ich spiele jetzt auf der 918. Aha, kommt er mir entgegengeflogen, der Hund. Aber du hast mir ein kritisches Loch gemacht. Das will ich eigentlich gar nicht so. Enderman guckt zu, was ich hier mache. Ich glaube, Enderman braucht eine ins Gesicht. So. Das gackernde Huhn. Haha. Wer ist jetzt stärker? Hä? Ich habe meinen großen Bruder geholt. Ja, also ein Enderman war früher mal stark. Was mich irritiert, dass mein Schwert hier so einen Zombie nicht mehr klein kriegt. Warum ist das so? Aber da kann man ja ein bisschen hier buddeln. Gibt nämlich schöne Punkte. Im Bezirk. So geht das, ne? Zack, zack. Und dann machen wir mal einen weg. Kann man gleich mal auffüllen hier den ganzen Mist wieder. Creeper-Löcher mal stopfen wieder. Aber wenn dann richtig, ne? Nicht so stümperhaft. Wie die von der Autobahn. Oh, es wird schon wieder hell. Ja, aber es war doch erfolgreich. Ein Enderman, ein paar Creeper, ein paar Zombies. Die Hexe ist tot. Der Knochen gehört mir. Den nag ich ab. Ich glaube, wir brauchen mal ein dickeres Schwert.
So ein Killerschwert. Für große. Wow, wow, wow. Ja, nachdem ich jetzt hier Bogen gelernt habe, könnte ich ja eigentlich. Ups. In den Verein gehen. Nein. Nur mal ein paar Pfeile bauen. Holen wir uns mal die Kohle hier raus. Was auf der Straße liegt, gehört einem, oder? Was man auf der Straße findet, besser gesagt. Erde alle. Eins haben wir noch. So, Hühnchen, du könntest mal mitkommen. Wir haben ein Gehege für dich. Hier hinten. Die Hühnerfarm. Hier müssen wir mal noch einen Eingang im Zaun machen. Da wird man später mal da gut reinkommen. So, was haben wir hier? Verrottetes Fleisch. Ja, dann haben wir hier nix. Weizenkörner für das Bock. Bock, komm. Hab was für dich, komm. Schau mir in die Augen. Ja, wie heißt eigentlich mein Huhn? Müller. Das Huhn Müller. Ja, ist doch schön, ne? Huhn zu sein. Was kann es Besseres geben? Ja, was machen wir noch Schönes heute? Also ich würde sagen, wir werden erstmal die Bäume hier wegmachen. Die stören nämlich gerade die Optik. Es gibt nämlich eine schöne Weidefläche hier. Für alles, aber da müssen die Bäume weg. Wir holen uns später noch auf der Baumfarm schöne, große, dicke, fette Stämme und werden die dann ein bisschen pushen. Ich habe mal überlegt, ob wir irgendwo so ein paar dicke Dschungelbäume noch auftreiben. Was ein bisschen schwieriger wird. Jawohl. Der Hauch des Todes. Jetzt haben wir erstmal den ganzen Wald hier weg. Wir ernten den Wald. Einfach nur, weil Birken, da bin ich allergisch. Ja, da kann der Baum ja nichts dafür, aber weg muss er. Weil der Baum, der muss da weg. Der stört. Unerhört stört. Dann müssen wir mal gucken, was unser Getreide macht. Ob wir noch ein bisschen die Kühe glücklich machen, dass sie ein bisschen größer werden. Die Kuhfarm ist auch noch zu klein. Und Obstbäume hätte ich irgendwie gern. Es gibt ja Obstbäume, habe ich gesehen. Aber ich glaube, da braucht man einen Mod für. Den muss ich mir nochmal überlegen, ob ich mir den kaufe. In der Mod. Firma. In der Modfabrik. Nee, nee. Bäh. So, zack, zack, zack. Da sind die Dinger weg hier. Genauso wie meine Axt. Dann holen wir die Setzlinge. Das ist auch ganz wichtig.
Die braucht man ja. Die hier noch. Und dann können wir uns da hinten dem Getreide widmen. In der Folge farmen wir einen Wald. Ist nicht sehr spektakulär, nicht sehr spannend, aber das hat schon so seinen Sinn. Ja, sieht doch schon ganz gut aus hier. Schön Platz. Oh, was ist denn das hier für ein Kack? Gänseblümchen, ja? Wo habe ich noch einen vergessen? Komm zu mir. Nein, kaputt. Voll draufgelatscht. Oh Gott. Wenn das meine Mama gesehen hätte. Kind, es wird nicht über das Essen gelaufen. Scheiße. Haben wir wieder ein paar Tintenfische zu viel hier? Ja, nur zwei Stück. So. Das Krümelmonster kleckert. Ah, das ist einer zu viel. So, wunderbar. Da sind doch schon wieder vier Stück. Ich ernte die. Ein bisschen. Kann man eigentlich Tintenfische reproduzieren, dass man sagt, ich werfe denen, keine Ahnung, einen Füller hin und die machen ein Baby oder so? Das wäre doch eigentlich normalerweise logisch möglich, oder? Nee? Ja? Ich weiß es nicht, ich frage euch. So, wir holen uns noch den Zuckerrohr. Wir ein bisschen bald zusammen. Wieder gekleckert hier. Ich überlege, ob das Schaf den frisst, wenn das hier liegt. Der Baum stört meine Aussicht. Laufe ich voll durch. Zack, zack, zurück. Zack, zack, zurück. Oh, ich glaube, ich bin voll. Schmeißen wir mal den Dreck weg. Gucken wir mal. Wir haben bestimmt noch was liegen lassen, oder? So, haben wir alles. Hoho, hoppala. Entschuldigung. Guck mal. Yum, yum. Komm. Schnell weg. Der stört mich auch hier ganz derbe, der Baum. Jetzt komme ich da natürlich nicht dran. Dann machen wir das mal so. Ah, geht gar nicht. Na gut. Dann latsche ich mal zurück.
Dann werden wir nochmal mit dem Zuckerrohr hier den ein bisschen verarbeiten. Und dann wären wir schon wieder fertig mit der ersten Aufnahme. Unspektakulär, aber wirkungsvoll. Was wollen die alle von mir? Was wollen die alle von mir? Was wollen die alle von mir? Glücklich werden. Kleine Babys. Ist ja schon ein bisschen eng geworden hier drin, oder? So, noch ein paar Setzlinge und dann rein. Zack. Dann sind wir schon wieder fast am Ende. Dann werden wir nochmal den Zuckerrohr verbraten. Mein Haus hat irgendwie nur ein Stockwerk. Bup, bup, bup. So. Zack, zack. Zack, zack. Hatte ich die Tür hinten offen gelassen? Nee, gell? Natürlich. Oh, you can zombie. Wir gehen hier rein. In die Schlafhütte. Können den einkochen? Nee, wir können aber Papier draus machen. Was war das andere? Zucker. Ja, da hauen wir uns doch mal ein bisschen Zucker gleich mal in den Kopf. Da würde ich aber erstmal den Rest wegschaffen kurz. Das, was wir nicht brauchen. So. Ja, jetzt hätte ich eigentlich auch da reinlegen können. Oh, gucken. Ach, da hatte ich auch eine Bench. Eine kleine Benchmark. So, dann machen wir uns erstmal hier ein paar Kilo Zucker. Und ordentliche Papierstücke. So, dann gehe ich jetzt einmal ins Heierbettchen und damit ist die Folge auch beendet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, wie viele Bücherregale wir gleich mal hier noch rauszaubern können. Also, bis dahin, macht's gut, tschüss.